Willkommen zur nächsten Folge Let's Play Fallen Enchantress Legendary Heroes auf Couch TV. Wir brauchen jetzt 6 Runden, bis unsere Armee hier unten angekommen ist. Das machen wir jetzt einfach mal durch. Naja, die laufen da ja schon seit am Beginn, wo wir das erobert haben, hier rum. Ja. Durchdrücken. So. Wir kriegen mal wieder ein paar bekloppte Bogenschützen. Weg damit. Diese Stadt hat nichts zu tun. Das ist schade. Da kriegt ihr mal einfach ein paar Sachen reingewirkt. So, und wir machen hier weiter. Oh, hä. So, der ist noch Sound. Niemand da, ne? Ja. Gut, dann wollen wir doch mal. So, wenn wir jetzt diesen Kampf hier scheinbar schaffen, gewinnen wir. Oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je. Resist, 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 resist. Okay, gut, dass ich jetzt weiß, dass er resistet hat. Ja, was machen wir denn mal mit Yaki? Yaki macht mal Flame Lord. Immun to Fire. Sehr gut, gut, dass wir ein Feuermagier sind. Teleport to Location. Ja, machen wir das mal und schicken. Achso, blöd. Nein, nein, nein. Ich will noch ganz hinten in die Ecke, ich will ganz weit weg. So. Wir machen mal. Machen wir Storm. Wir haben sogar Schaden gemacht, das ist doch erfreulich. So, Shrink. Schaffen wir das Ding zu schrumpfen mit 75% Besitzchance? Natürlich nicht. Scheiße. Dann decken wir den erstmal jetzt mit Pfeilen ein. Jetzt kommt Sirja. Ne, es kann Sirja, ist nur Ricky Skunk. Buh. So, und blockierst hier mal den Weg mit Invincibility ruhig an. Ich habe nämlich irgendwie Angst, dass du tierisch auf den Sack bekommst. Ihr bleibt erstmal hinten, dann seid ihr eh wieder instant gegrillt, genauso wie unser Kollege Drache hier. Und hier beschwören mal so einen netten. Was? Tag. Ach, wie groß ist denn das Viech, bitte? Sehen. Oh. Schubs. So. Was bitte? Was? 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 Was geht denn jetzt ab, ey? Ja. Das war's bitter. Wellspring. Nein, 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 nein. Wellspring. Alter Schwede, ey. Ich sowas hasse. So. Schuss. Und Schuss. Und Schuss. Ach, der ist 3x3 groß, das ist ja eklig. Na, wir wegen jetzt mal unseren neu gewonnenen Drachen-Companion hierher. Oha. Preparing to cast. Nein. Nicht, wenn ich hier bin. Okay, du darfst doch zaubern. Hier glaubst du, ausnahmsweise. Wir machen mal Grow, damit die Bogenschützen mehr Schaden machen, weil das die einzige Chance, glaube ich, ist, den zu besiegen für uns. Und im Nahkampf ist sowieso alles instant unterliegt. Alte Scheiße, geht's noch irgendwie, Spiel? Ah, meine Fresse, ey. Jetzt habe ich Yaki auch noch voll. Der hat sich geheilt. Der hat sich geheilt. Ich glaube, ich spinne, ey.
mache ich denn da? Oh Mann. Schade, dass ich jetzt keinen mehr erlebend habe, der Haste zaubern kann. Das ist gerade ein bisschen ärgerlich. Natürlich muss er noch einen Crit-Treffer landen. Warum auch nicht? Finde ich gut, finde ich gut. So. Naja gut, okay. Jetzt ist aber auch quasi ja der Endboss. Von daher muss das ja auch ein bisschen was herbieten. Ich dachte schon, sie würden ewig leben. Schade. So, Grove, auf dir jetzt einen Bogenschuss. Yes. 200 Leben hat er noch. Wenn er sich jetzt wieder diesem komischen Zauber hochhält, dann haben wir ein Problem. Oh, jetzt auch noch nie gestorben. Der einzige letzte Überlebende, ey. Unser guter Freund. Ja, komm. Scheiße. Na? So, jetzt. Ihr seid's. Ihr macht's jetzt. Ja, nice. Broken Nose, minus 10 Hitpoints. Riki's Gang ist sehr gut, perfekt. So, Cruzy Ray kriegt jetzt nochmal ein Level up, weil er jetzt einziger überlebt hat am Ende. er kriegt mal ein bisschen Spell Mastery, auch wenn es eigentlich voll gar nicht Spell Mastery haben wir schon voll mit ihm. Dann kriegt er jetzt mal. Ja, ist egal sowieso. So, damit haben wir das jetzt auch geschafft. Diese Folge von Enchantress, weil diese Reihe ist nun zu Ende. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir gucken jetzt noch hier diesen Abspann zusammen an. Ich denke mal, ich werde nochmal eine neue Reihe starten. Diesmal ein bisschen schwieriger, ein bisschen interessanter vielleicht, weil das war jetzt ja echt gar nichts. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Wir haben jetzt hier nochmal ein paar Statistiken. Wir waren ja in jeglicher Hinsicht dominant den Feinden gegenüber, deswegen ist es irgendwie leicht langweilig, wenn ich ehrlich bin. Ja, wir haben den Rang Lady Umber erreicht, das ist ja awesome. Wir haben auch nur 94 Jahre dafür gebraucht. Und 11 Stunden, heilige Scheiße. Okay. Ja, jetzt eiern hier die Credits durch. Wir machen nochmal Continue Adventure. Ach nee. Ja, jetzt wurde ich gerade auch in den Shop geleitet, wo ich ein Buch kaufen kann. Na, dankeschön. Nee, danke. Und dann. Ja, Hauptmenü. Also gut. Vielen Dank. Wiedersehen.